In diesem Video werde ich Ihnen was total Verblüffendes sagen, nämlich warum mehr Egoismus nicht nur Ihnen dient, sondern der ganzen Gesellschaft. Und ich werde Ihnen verraten, wie Sie sich durch mehr Egoismus beliebt machen, statt unbeliebt. Das funktioniert wirklich. Lassen Sie sich überraschen. Mein Name ist Martin Wehle. Ich bin Karriereberater und Buchautor. Ganz oft sitzen Menschen bei mir in der Beratung, die sind mit ihren Nerven am Ende. Und warum ist das so? Nicht, weil sie zu egoistisch waren, sondern weil sie zu nett waren, weil sie zu viel gegeben haben. Gerade neulich hatte ich wieder eine Verkäuferin beraten, die als gute Seele ihres Supermarktes gilt. Jeder, der einen Schichtdienst tauschen will, der läuft bei ihr offene Türen ein. Sie trägt schwere Waren für alle, die über Rückenbeschwerden sich beklagen. Sie schiebt Überstunden, damit die anderen früher nach Hause können. Sie hat für jeden, der in Sorgen ist, ein offenes Ohr, auch wenn ihre eigene Arbeit liegen bleibt. Und natürlich wurde nicht sie zur stellvertretenden Marktleiterin ernannt. Sie ist ja immer so schön zurückhaltend bei den Sitzungen, sondern eine Kollegin hat ihr diesen Titel weggeschnappt, denn die vertritt ihre Interessen offen. Und als sie nun in der Beratung vor mir saß, da sagte sie, oh Gott, ich bin mit meinen Nerven am Ende, ich kann nicht mehr. Sogar abends ruft mich mein Kollege Michael an, wenn es ihm schlecht geht. Der leidet unter depressiven Schüben. Mittlerweile, das ist kein Witz, spreche ich abends mehr mit ihm als mit meinem Mann und mein Familienleben. Das geht deshalb den Bach runter. Ich überlegte einen Augenblick und sagte dann, warum haben Sie sich dafür entschieden, Ihr eigenes Leben aufzugeben? Sie wich ein Stück zurück, als hätte ich sie angegriffen. Ich habe mich gar nicht dafür entschieden, mein Leben aufzugeben. Ich verhalte mich einfach nur sozial. Das ist doch nicht schlecht, oder? Ich sagte zu ihr, geben Sie sich die Antwort selbst. Tut es Ihrem persönlichen Leben gut? Dient es Ihrem Familienleben, dass Sie so viel für andere tun? Das natürlich nicht, sagte sie. Ich sitze ja bei Ihnen, weil ich kurz vor einem Burnout bin. Natürlich auch, weil ich zu viel Zeit für die anderen lasse. Also gut, sagte ich, dann können wir doch schon einmal festhalten, dass Sie derart sozial sind, das schadet Ihnen und das schadet Ihrer Familie. Aber wollen Sie denn, dass ich als Egoistin durchs Leben rumple und auf niemanden mehr Rücksicht nehme? Das kann doch jetzt nicht Ihr Ernst sein. Ich antwortete, ich schlage vor, nehmen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse etwas wichtiger als die Bedürfnisse der anderen. Nehmen Sie Ihr eigenes Familienleben etwas wichtiger als die Bedürfnisse Ihres Kollegen Michael, der Sie abends anruft. Und setzen Sie den anderen Menschen einfach mal Grenzen. Ich sah, wie sich Ihr Gesicht verzog. Grenzen setzen, das klingt ja so, als sollte ich Mauern ziehen. So meine ich das auch, sagte ich. Denn wenn Sie keine sichtbaren Grenzen setzen, wird Sie Ihr Kollege bald nicht mehr nur um 21 Uhr oder 22 Uhr anrufen, sondern auch um Mitternacht oder noch später. Und wenn Sie die schweren Kisten für alle Kollegen tragen, die Rückenbeschwerden haben, dann wird bald keiner mehr Kisten tragen außer Ihnen und dann ist auch Ihr Rücken kaputt. Sie sah mich an und zwar das erste Mal nachdenklich. Ja, eigentlich ist mein Rücken schon kaputt. Ich habe ja jeden Morgen Beschwerden, aber wahrscheinlich nicht so schlimm wie die Kolleginnen. Merken Sie, wie widersprüchlich das ist, fragte ich Sie. Sie schonen die Rücken der anderen und Sie zahlen selbst den Preis. Dieses Verhalten, das ist höchst unsozial und zwar unsozial gegenüber Ihnen selbst. Ehe ich Ihnen gleich sage, warum ein gesunder Egoismus Sie beliebt macht, frage ich Sie, kommt Ihnen ein solches Verhalten bekannt vor? Geht es Ihnen manchmal auch so, dass Sie Dinge für andere tun, die Ihnen schaden? Dass Sie zum Beispiel Ja sagen, obwohl Sie in Wirklichkeit Nein meinen? Dass Sie einem anderen einen Gefallen tun, obwohl Ihnen das gar nicht gefällt? Oder dass Sie zurückstecken für einen anderen, der dann aber auf Sie keine Rücksicht nimmt? Klassisches Beispiel, Sie hören einem Freund oder einer Freundin stundenlang zu, wenn die Person in Not ist. Aber was passiert, wenn Sie Selbsthilfe brauchen? Dann hat derjenige oder diejenige kein Ohr für Sie. Das ist nämlich das Fatale. Wer es mit dem sozialen Verhalten übertreibt, der wird dadurch nicht beliebt, sondern er entwertet seine guten Taten. Sein Verhalten unterliegt dem Gesetz der Inflation. Die anderen nehmen eine solche Nettigkeit so wenig wahr wie ein einzelnes Konfetti im Konfettiregen. Ich sage Ihnen Folgendes. Ein gesundes Maß an Egoismus, das dient beiden Seiten, das dient Ihnen und das dient den anderen. Denn wenn Sie zu viel für die anderen opfern, dann werden Sie eines Tages die anderen dafür hassen, dass sie so viel für Sie geopfert haben. Menschlicher Kontakt, der funktioniert am besten, wenn sich Geben und Nehmen in etwa die Waage halten.
Ich werbe hier ganz bestimmt nicht für einen Raubtier-Egoismus, nicht dafür, dass man nur noch mit Ellbogen arbeitet und keine Rücksicht mehr auf den anderen nimmt. Ich spreche von einem im wahrsten Sinne gesunden Egoismus, also davon, dass Sie Ihre eigenen Bedürfnisse genauso ernst nehmen, vielleicht noch etwas ernster als die der anderen. Warum sich ein solcher Egoismus beliebt macht, darauf komme ich gleich zurück. Vorher noch ein paar ganz praktische Tipps. Wie können Sie mehr gesunden Egoismus leben, ohne die anderen sofort vor den Kopf zu stoßen? Hier die drei wichtigsten Regeln. Erstens, sprechen Sie offen über Ihre Bedürfnisse. Zum Beispiel hätte die Einzelhandelskauffrau offen zu ihrem Kollegen sagen können, es ist mir ganz wichtig, dass ich abends Zeit für meine Familie habe und mich voll darauf konzentrieren kann, sonst leidet das Verhältnis zu meinen Kindern und zu meinem Mann. Deshalb ruf mich abends bitte nicht mehr an. Das ist klar, das ist einleuchtend, aber dennoch höflich. Zweitens, sagen Sie, dass Sie eine Gegenleistung erwarten. Klar, Sie können mit Ihrem Kollegen die Schicht tauschen, kein Problem. Sie können ihn über den Feierabend hinaus bei einem Projekt unterstützen, auch kein Problem. Sie können eine Präsentation für ihn erstellen, auch kein Problem. Aber machen Sie deutlich, dass Sie von ihm erwarten, dass er dasselbe auch für Sie tut. Und noch wichtiger, fordern Sie es bei entsprechender Gelegenheit auch ein. Dann wird dein Schuh daraus ein gesundes Geben und Nehmen. Alles andere, das segelt unter der Flagge der Ausbeutung und zwar zu ihren Ungunsten. Und jetzt kommt noch ein dritter Punkt hinzu. Setzen Sie klare Grenzen. Sagen Sie zum Beispiel zu Ihrem Chef, wenn er immer wieder Überstunden fordert, wir haben einen Vertrag über 8 Stunden pro Tag und diesen Vertrag, den halte ich gerne ein. Wenn Sie regelmäßig Arbeit darüber hinaus verlangen, müssen wir eine andere Lösung finden. Oft passiert dann was richtig Interessantes. Der Chef, der lässt Sie in Ruhe und der klopft an andere Türen, wo er seine Zusatzarbeit leichter los wird. Und jetzt noch die versprochene Antwort, warum der gesunde Egoismus Sie beliebter macht und der ganzen Gesellschaft dient. Ganz einfach. Wer anderen am laufenden Band einen Gefallen tut, dessen Entgegenkommen wird gar nicht mehr wahrgenommen, so wie jemand, der jeden Tag ein Geschenk verteilt, irgendwann nur noch auf Gähnen als Antwort stößt. Wenn Sie jedoch gelegentlich andere unterstützen, gelegentlich Ja sagen, aber dann eben öfter auch mal Nein, dann werden Ihre Unterstützung und Ihr Ja viel mehr wahrgenommen und geschätzt. Gelegentliche Geschenke, die sind wirksamer als Geschenke rund um die Uhr. Dann merkt der andere, Sie haben sich gezielt dafür entschieden, ihm einen Gefallen zu tun. Und Sie handeln nicht nur deshalb so, weil Sie nicht anders können. Und genau das lässt auf einen starken Charakter schließen. Und genau das macht Sie beliebt und das bringt Ihnen am Ende des Tages Respekt. Und die ganze Gesellschaft, die hat was davon, wenn Sie einen gesunden Egoismus leben, weil Sie dadurch als netter Mensch mehr Einfluss erlangen. Wenn Sie sich nämlich allzu sozial verhalten, lassen Sie den kalten Egoisten immer den Vortritt bei den Privilegien, bei den Beförderungen, bei den Ämtern im Verein. Und das schadet dann der gesamten Gesellschaft. Dagegen ist es gut, wenn mehr nette Menschen in verantwortungsvolle Positionen und zu Einfluss kommen. Ich wünsche mir, dass mehr nette Menschen für ihre Rechte eintreten, denn das dient nicht nur Ihnen selbst, das dient uns allen. Und wenn Sie sich weiterentwickeln wollen, dann sollten Sie gerne mein Personal Power Paket nutzen. Das sind 3 Videokurse, die Sie über 30 Tage begleiten und Ihnen auch zeigen, wie Sie einen gesunden Egoismus leben können. Klicken Sie den Link gern oben in der Infobox und unter diesem Video. Es ist eine kostenlose Probe dabei. Und ich freue mich jetzt riesig, wenn Sie meinen Kanal mit Glocke abonnieren. Nur mit Glocke bekommen Sie immer Nachricht, wenn ich etwas Neues hochlade. Ich freue mich schon auf Sie, Ihr Martin Behrle.